Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Let's Play Minecraft. Wir haben ja letztes Mal hier schon begonnen gehabt, uns einen Bahnhof hier reinzuzimmern, zumindest im Grundgerüst bzw. im Umriss. Haben auch schon angefangen, etwas Holz dran herumzubauen. Auch den Umriss, wie gesagt, aber dann ist mir Minecraft ja auf einmal abgeschmiert. Und alles war weg. Also zumindest das hier war wieder weg, weil Minecraft inzwischen keinen Autosave gemacht hatte. Tja, und somit müssen wir hier wieder von vorne die Bahnhofstruktur reinmeißeln in den Berg. Aber das war ja nicht allzu viel. Und von dem her sollte das schon in Ordnung gehen. So, und wer es gemerkt hat, ich habe jetzt auch erst einmal wieder den Shader-Mod rausgehauen, also Minecraft nochmal neu installiert und diesen Sonic Either Unbelievable Shader-Mod oder wie hieß, rausgenommen, weil zum einen hat das ja ziemlich für Lecks gesorgt während der Aufnahme und zum anderen, das war noch nicht mal das große Problem mit den Lecks, aber zum anderen eben auch, hat mich zum Beispiel gestört, dass in den Höhlen sogar das Sonnenlicht eindringt und man Sonnenuntergänge sehen kann innerhalb einer Höhle. Das ist auch ein bisschen blöd, aber ich sag mal, fürs Let's Play war dann doch auch schon die Framerate und so weiter, die Lecks ausschlaggebend, dass ich gesagt habe, okay, hosten halt erstmal wieder runter, auch wenn es mit diesem Mod wesentlich schöner aussieht, muss ich sagen, aber ich warte einfach mal ab, bis wieder die neue Version von dem Mod rauskommt. Mittlerweile gibt es ja wieder eine neue Version, da soll das mit den Höhlen schon einigermaßen wieder funktionieren, aber nur einigermaßen, es funktioniert nämlich unter Umständen doch wieder nicht. Also warte ich einfach mal ab, bis jetzt die Versionen sich verfeinern, sage ich mal, von dem Mod und dann haue ich mir doch gerne wieder den Mod rein, weil der ist so gesehen schon richtig schön und richtig klasse. Der macht das Leben in Minecraft doch etwas angenehmer, etwas realistischer. Auch wenn Minecraft ja nur ein Spiel ist und nichts mit Realität zu tun hat, aber den Eindruck vermittelt es eben ganz gut, der Mod, mit Hilfe seiner Sonneneinstrahlung und seiner Schattentexturen und so weiter und so fort. Ja, deshalb spielen wir jetzt erstmal ohne den Mod weiter. Sieht auch gleich etwas anders aus, die Welt. Das ist man so gar nicht gewohnt. Da weiß man jetzt gar nicht richtig, wann es Nacht wird. Also das hat man mit Hilfe des Mods etwas genauer gesehen. Aber daran wollen wir uns jetzt mal nicht auftun, sondern wollen hier mal beginnen mit... Wo steht denn eigentlich die Sonne? Ich glaube, die ist schon ziemlich am Untergehen, ne? Wir sollten erstmal wieder ganz schnell heimsprinten und schlafen. Und am nächsten Tag können wir dann da weiterbauen. Auch wenn ich mir jetzt gerne da unten noch eine Schlafunterkunft hingebaut hätte. Aber das hätte ich jetzt nicht mehr geschafft, weil es wird ja schon dunkel. Ach, hier die ganzen Schweine und Tiere, die gedeihen auch prächtig hier. So, und rein in die Tür. Hier unten ist hoffentlich kein Zombie oder irgendwas in der Nähe. Und schlafen. Bis zum helllichten Tag. So, und da haben wir auch schon wieder helllichten Tag. Und dann können wir gleich wieder aufbrechen. Haben wir eigentlich... Ne, wir haben gar nicht. Ach, Holz wollte ich ja sammeln gehen, nicht wahr? Holz haben wir ja keins. Hier habe ich alles drin, was Holz ist. Das und mehr haben wir schon gar nicht. Das ist blöd. Ja, ja, Zombie. Du, der irgendwo in der Höhle ist. Aber wir haben keine Zeit für dich. Oder wollen ganz einfach keine Zeit für dich haben. Haben wir denn Brot dabei? Ja doch, ach, das ist ja unten in der Leiste. Wie kann ich das nur übersehen? Naja. So, und jetzt läuft Minecraft wieder flüssig. Ohne diesen Mod, eben mit 30 Frames per Second. Könnte man natürlich auch mit mehr aufnehmen, aber braucht man ja nicht. 30 reicht ja sowieso. Mehr nimmt das menschliche Auge doch sowieso nicht wahr. So, dann geht's hier noch ein bisschen rein in den Fels und dann schauen wir einfach mal, wie der Bahnhof so werden tut. Wieder gutes Deutsch übrigens, werden tut.
Ich weiß nämlich nicht, wie man so einen Bahnhof am besten gestaltet. Ich habe ja noch nicht mal Ahnung, wie man Gleise verlegt. Also Gleise verlegt schon, aber ich weiß jetzt nicht, ob man, beziehungsweise wie man das mit diesen Booster Rails machen muss, aller wie viel Gleise man da was verlegen muss. Da gibt es ja auch noch solche komischen Detector Rails, wo ich auch noch keine Ahnung habe. Die sollen wohl irgendwie was aktivieren und abbremsen, wenn man drüber fährt, aber keine Ahnung. Ich würde sagen, das finden wir alles live raus, während wir die Bahn dann basteln in Richtung Wüstenstadt, die wir ja da hinten irgendwo gefunden haben. Ach ja, jetzt ist die Spitzhacke kaputt, aber wir haben noch eine. Da hinten ist ja irgendwo unsere Wüstenstadt, die führt durch schöne Gebiete. Und deshalb möchte ich es auch gerne vorziehen, die Bahn an der Oberfläche zu bauen. Jetzt ist die Schaufel auch noch kaputt, hier geht alles kaputt irgendwie zur Zeit. Dann ist es ja mal Zeit für eine Werkbank, würde ich sagen. Wir können hier nämlich auch eine gebrauchen. Ein Bett hatten wir ja schon dabei, nicht wahr? Ich stelle die Werkbank erstmal hier draußen hin. So, dann können wir zumindest schon mal wieder zwei Schaufeln machen. Weil die werden wir. Ach so, na toll, jetzt habe ich hier nicht genug Stickies hingepackt. So, zwei Schaufeln machen. Und wir machen uns auch gleich mal noch eine Spitzhacke. Und dann sollte das erstmal wieder reichen. Und ein Brötchen sollten wir auch erstmal essen. So, dass wir wieder volle Lebensenergie haben. So, und dann nehmen wir hier noch ein bisschen was weg, weil wir ja den Bahnhof in den Fels reinkloppen wollen. Ja, ein bisschen können wir den ja überstehen lassen draußen, aber mal schauen. Auf jeden Fall muss das noch ein bisschen rein. Das reicht nämlich noch nicht ganz so, wie wir es bis jetzt gemacht haben. Ja, so ist das. Wer von euch hat denn übrigens auch alles eine Fritzbox, der gibt mal einen Daumen oder so. Wobei, Daumen geben ist ja auch Quatsch. Kann sich auch in den Kommentaren melden. Ich habe zurzeit ziemliche Probleme mit meiner Fritzbox. Eigentlich hätte ich ja heute auch gern was anderes aufgenommen, da ich noch ein paar Minecraft-Folgen habe, glaube ich. Weiß ich zwar auch nicht genau, aber eigentlich wollte ich was anderes aufnehmen. Geht aber nicht, da meine Fritzbox eben meint, die ganze Zeit Party feiern zu müssen und alle Leuchten blinken. Da habe ich mich auch schon mal schlau gemacht. Normalerweise heißt das ja so viel wie Hardware-Defekt hier. Ich blink mal mit allen Lampen. Aber Hardware-Defekt ist es eben nicht, beziehungsweise kann ich ausschließen, weil ich das Ganze auch schon mit einer baugleichen anderen Fritzbox probiert habe, beziehungsweise mit zwei anderen Fritzboxen. Ich habe ja so ein kleines Fritzbox-Lager mittlerweile aufgebaut, die Jahre über, wo ich mal umgezogen bin und wieder Vertrag kündigen musste und neu anmelden musste. Da gab es ja immer gleich wieder netterweise eine neue Fritzbox dazu. Somit hat man natürlich jetzt ein paar schon gesammelt. Aber ja, jedenfalls spinnt die zurzeit auch rum und da kommt erst einmal morgen ein Techniker von der Telekom vorbei. Und dann bin ich ja mal gespannt, was der so zu sagen hat. Also, da kann er nicht hier sagen, das liegt an deiner Fritzbox. Nee, nee, also, das kann nicht sein. Weil die eine Fritzbox von mir, die hatte nämlich bis vor kurzem noch einen Freund von mir, weil seine eben auch kaputt war, irgendwie. Beziehungsweise, wie war denn das? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall hatte die einen Kumpel von mir. Und bei ihm ging es eben auch. Warum sollte bei mir jetzt auf einmal nicht mehr gehen, wenn ich sie wieder einfordere? Das kann ja irgendwo nicht sein. Also muss da irgendwo ein Defekt sein am Kabel, nehme ich an, oder was weiß ich. Vielleicht hat irgendwo eine Maus dran geknabbert, weil sie Hunger gehabt hat. Er weiß das schon. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was da rauskommt. So. Aber es haben ja zurzeit viele Probleme mit dem Internet, habe ich irgendwie mitbekommen. Nicht nur ich, sondern auch andere Let's Player, wie ich gehört habe, haben im Moment ein paar Probleme mit ihrem Internet. Ist mir ja persönlich neu, dass Internet was mit der Kälte zu tun haben sollte oder so. Also, ja, wer weiß, was da überall los ist. Auf jeden Fall, Winter ist nichts gut, kann ich nur sagen. Zwar jetzt nicht unbedingt für Modems oder Router wie Fritzboxen und so weiter und so fort. Das hat damit jetzt nichts zu tun, die Kälte, aber auch Autos sind davon ja betroffen. Das kennt vielleicht auch der ein oder andere von euch. Will man schön mal fahren im Winter, dann zack, geht's Auto nicht an. Ja, schöne Scheiße, was ist es? Batterie. Ja, das hat mich auch wieder eingeholt.
diesen Winter die Batterie, obwohl sie erst gewechselt worden ist. 2009 das letzte Mal. Tja, wobei, ich kann jetzt gar nicht unbedingt sagen, da könnt ihr vielleicht mit einem Liedchen von singen, weil ich nehme ja an, viele meiner Abonnenten werden noch gar nicht in dem Alter sein, ein eigenes Auto zu haben. Oder täusche ich mich da jetzt? Ich möchte natürlich keine Vorurteile machen. Aber ich denke mal, dass ich viele, viele Abonnenten habe, die noch nicht den Führerschein haben. Wie breit haben wir es denn jetzt hier eigentlich? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wenn ich 2 wegnehme, sind 11. Da würde ich sagen, wir machen hier mal noch eine Fuhre weg. Eine Linie. So. Und hier kommt dann der Bahnhof hin. Also die Türen, das Grundgerüst, ihr wisst schon, was ich meine. So. Irgendwie so. Also das kann man ja dann, noch anders machen. Wobei ich mir überlege, letztes Mal hatten wir ja Minecraft dann einen Absturz. Da hatte ich mir überlegt, den Bahnhof nicht aus Holz zu machen, sondern aus Stein. Weil wir den ja auch in den Fels rein basteln. Und irgendwie kommt es mir komisch vor, wenn dann ein Bahnhof aus Holz im Berg ist. Weil wenn ich mir vorstelle, die Massen an Stein und so, die vom Berg auf den Bahnhof drücken, auf so ein instabiles Holzgerüst, dass das stabil sein soll, das wage ich zu bezweifeln. Also in Minecraft ist alles stabil. Da kann man sogar Häuser mit Gravel bauen hier. Also zumindest die Wände, die decken jetzt nicht unbedingt, da wird ja alles runterfallen. Aber da hat Minecraft ja keine Realitätseinschränkungen, sage ich mal. Man kann ja sogar fliegende Inseln bauen, wenn man das will. Von dem her. So. So, da machen wir mal zu bisschen. Hops. Kommen wir denn da hoch? Hopp. Hey. Ja. So, da können wir noch ein bisschen überhängen lassen. So, wenn wir den aus Stein machen wollen, da bräuchte ich aber... Oh, unser Inventar ist auch schon recht voll. Und ich würde sagen, wo steht denn die Sonne? Die steht da, die geht auch schon fast wieder unter. Da sprinten wir doch nochmal kurz zu unserem Häuschen und holen uns die richtigen Pflastersteine. Die Ziegelsteine nennen die sich ja. Holen uns die Ziegelsteine, auch aus denen auch unser Haus da gebaut ist. Ach, und da hinten ist alles weiß und voller Schnee und die Schweine freuen sich im Ast. Gott sei Dank ist hier kein Schnee, wo ich gebaut habe. Dann hätte ich, glaube ich, auch abgekotzt irgendwie. So, ja, Höhle. Hier ist keine Höhle. Erde. Erde können wir mal hier verstauen. Wir brauchen jetzt nicht so viel Erde. 17, 8 Erde. Nee, brauche ich nicht. So, was haben wir noch? Steine. Ja, Steine haben wir da schon ein paar. Pflastersteine. Wobei, ich sollte ja Dingens machen. Haben wir hier noch welche? Ziegelsteine meine ich jetzt. Es will ja schon wieder, von was redet der? Von Ziegelsteinen rede ich. So, hier können wir mal Cleanies reinhauen. Was haben wir hier? Da haben wir auch noch zwei Cleanies. Überall zwei Cleanies oder was? Da ist keiner. Da ist nix, das ist leer, der ist leer, der ist leer. Und der Ofen ist leer, ja wunderbar. Dann können wir da mal Cleanies reinklatschen, würde ich sagen. Nehmen wir als erstes mal, oh, ist überall Erde drin. Nehmen wir mal die ganzen hier. Zack, 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 zack. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Öfen ich habe. Ich hau hier einfach mal das Inventar voll und pack dann hier überall was rein. So, 64 Steine da, dann 64 Pflastersteine hier, 64 da, 64 da und das gleiche auch bei den anderen Öfen. So. Wir könnten uns bald noch eine Reihe Öfen hinmachen oder einen ganzen Raum nur aus Öfen. So, unsere Mega-Küche hier. Zack, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Was haben wir hier? Haben wir eigentlich irgendwie Erze, Pflanzen. Haben wir irgendwo eine Kiste mit Kies schon?
Nein, weil dann würde ich erst einmal hier Kies reinhauen. Und hier würde ich Koppels machen und hier würde ich... Ja, hier habe ich schon die Steine drin. Okay, die Cleanies, dann passt das. Wobei, wenn ich da Kies reinhaue, dann kann ich da natürlich auch Flint reinhauen, weil das gehört ja sowieso zusammen wie Eimer auf Latschen oder so, wie man das nennt. So, und jetzt ist mittlerweile Nacht, dann können wir auch mal eine Runde schlafen gehen. Wenn uns denn kein Zombie stört. Gute Nacht und guten Tag. So. Dann können wir jetzt weiter bauen gehen, oder? Nee, wir können noch nicht weiter bauen gehen, weil wir brauchen ja noch ein paar Pflastersteine, sonst können wir ja da gar nicht anfangen zu bauen. Meine Güte. Aber wir könnten wirklich die Zeit mal anders nutzen und gleich etwas Holz holen gehen, weil das wollten wir sowieso machen. Wir haben kein Holz. In der Zeit lassen wir die Öfen noch ein bisschen kokeln. Und wenn wir wiederkommen, haben wir dann hoffentlich genug Steine, um den Bahnhof bauen zu können. Bei der Menge an Öfen sollte das ja klappen. So, und ich rüste mich mal mit dem Schwert aus, weil man weiß ja nie, was um die nächste Ecke auf einen lauert. In dem Fall hier nix. Haben wir hier noch irgendwo Steine drin oder irgendwas? 4 Öfen. Moment mal, ich würde sagen, wer braucht hier schon 4 Öfen? 2 reichen hier vollkommen aus, beziehungsweise einer. Und die anderen 3, die nehmen wir mal mit und stellen wir die oben hin. Da können wir sie mehr gebrauchen. Hier lassen wir wirklich nur so eine Notunterkunft. Ach, und guck mal hier eine an. Knochen und Pfeile. Ist wieder jemand fleißig verreckt. So, und hier haben wir neue Bäume. Sind die alles schon selbst gepflanzt? Doch, das müssten alles unsere selbst gepflanzten Tannen sein. Die sind nämlich noch nicht allzu hoch. Und wie wir wissen... Ach, Heldentat vollbracht. 3-mal Holz gesammelt. Ja, das kommt von der Minecraft-Neuinstallation. Das ist doch jedes Mal eine Heldentat, aufs neue Holz zu hacken. So. Naja, egal. Die Meldungen stören ja keinen. So. Ja, weil Tannen wären sonst relativ groß. Und da sieht man mal, dass das unsere gepflanzten sein muss. So, nochmal was zwischenspachteln hier. Ein Holz hingeklatscht und ich hoffe, das reicht jetzt. Nein, es reicht noch nicht. Verdammt. So, jetzt aber. Machen wir das halt mit Holz hier. So. Dann nehmen wir uns mal die etwas kleineren Bäume vor. Ja, bei den kleineren Bäumen ist das einzig Gute, dass man sich nicht hochgraben muss. Man kommt auch so hin. Ja, solche Bäume mag ich am liebsten, wo man gerade noch so hinkommt. Die haben genau die richtige Größe, wenn man auf den ersten Block drauf springt. Aber wenn man sich da ewig hochbauen muss, das finde ich schon irgendwie nervend. Aber naja, Bäume sind nun mal groß. Haben sie so an sich. So, hier haben wir auch noch ein paar Bäumchen. Spezialisieren uns hier mal auf Nadelholz, auf frisches Kiefernholz aus unserem Winterwald. Wenn es hier langsam alles zuschneit, könnten wir uns auch irgendwann Santas Hütte hinbauen und mit ein paar Rentieren. Ja, wobei Rentiere gibt es ja nicht. So, hier, hier, hier. Und ich bin auch gespannt, wann ja jetzt die neue Version von Minecraft rauskommt, die 1.2. Da bin ich ja schon auf das Dschungelbiom gespannt. Wie die Dschungel aussehen, da soll es ja auch... Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Viecher heißen. Die haben irgendeinen seltsamen Namen. Auf jeden Fall sollen das so eine Art Katzen sein, die man dann zähmen kann, genau wie Hunde. Beziehungsweise Katzen, die sehen irgendwie aus wie Jaguare oder Leoparden oder so, nur kleiner. Also Schmusekätzchen in Taschenformat, irgendwie so. Bin ich ja schon gespannt. So, und im gleichen Zuge bin ich auch darauf gespannt, ob mit der neuen Minecraft-Version dann auch der Bug bei den Minecraft-Servern behoben wird, also bei Bucket. Minecraft-Server hat man ja das Problem, dass man, egal wie viele Zäune man baut, ob es jetzt ein Zweierzaun ist oder ein Einerzaun, dass die Tiere da trotzdem rausspringen. Die springen irgendwie ganz komisch da drin herum. Ja,
habe ich auch das Problem auf meinem Server.